Hallöchen und herzlich willkommen zu einem, du wirst es sicherlich wahrscheinlich am Titel schon gesehen haben, zu einem Unboxing-Video. Du wirst wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Ich möchte das jetzt aber so tun, als, tun wir mal so, als wüssten wir nicht, worum es geht, als wüsstet ihr im Titel nicht das, was da steht. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ich hoffe, das klappt alles mit der Aufnahme, auch mit dem Soundtechnischen und alles, was ihr mich überhaupt hört. Ist jetzt erstmal bisschen anders. Willkommen in meinem Wohnzimmer, willkommen an meinem Schreibtisch. Man sieht hier hinten noch so ein bisschen so ein paar Kissen und sonstige Gedöns rumstehen. Und hier sitze ich dann auch immer und streame dann auch immer live ins Internet. Ja, ich streame live ins Internet, weil ich keine Freunde habe. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Vielleicht schaue ich mal, dass ich irgendwie vielleicht mal eine Roomtour mache oder so bei 400 Abonnenten oder so auf YouTube. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Es ist mal wieder seit langem her, dass ich ein Unboxing-Video gemacht habe. Das letzte Unboxing-Video, ich habe, glaube ich, auch nur eins gemacht. Ich glaube schon. Und zwar war das Turtle Beach, jetzt wollte ich schon gerade Turtle Beach schon wieder sagen, das Turtle Beach PX22, mein Headset, ist irgendwo, keine Ahnung, rumfliegen, habe ich das irgendwo, es liegt, glaube ich, dahinter, hinter der Kamera. Seid froh, dass ihr den Schreibtisch hier nicht seht, sondern dass ihr nur den Bereich hier seht, weil es ist hier Chaos. Es liegen Kabel rum, es fliegt hier zum Beispiel, was habe ich hier? Ein Bildschirmcleaner habe ich hier rumfliegen, dann ist hier noch eine PSN-Karte, diverse Stifte liegen hier rum. Ja, und dann hier übrigens wollte ich auch ein, ich kann nicht mal kurz zeigen, wollte ich übrigens eigentlich ein Unboxing-Video zu gemacht haben, aber das PlayStation VR Headset, aber ich dachte mir, wisst ihr was, jeder Hirns und Kunst hat schon von dem PlayStation VR Headset ein Unboxing-Video gemacht. Deswegen habe schon viel zu viel drum rumgequatscht. Deswegen, jetzt muss ich heimlich aufstoßen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Anderen Unboxing-Video, zu einem, wo ich mich sehr darüber freue, über ein Spiel, denn meiner Meinung nach geht dieses Spiel eigentlich unter bei vielen. Es ist nicht so gut angekommen. Verstehe ich eigentlich nicht, weil ich finde es echt ein tolles Spiel. Also Teil 1 auch. Und wir packen jetzt Teil 2 aus. Ich schau mal eben. So. Ich hoffe, ich muss das mal selber, dass ich das auch sehe. Ich hoffe, man kann mich noch... Ich muss das irgendwie anders machen, sonst sehe ich mich selber nicht. Genau. Das ist das Paket, das ist heute angekommen. Ich kann es mal kurz zeigen. Okay, hier meine Adresse muss ja nicht unbedingt jeder sehen, ne? So, das ist das Paket. Ich habe das noch nicht geöffnet. Es ist übrigens eine Collectors Edition. Ja? Steht sogar hier drauf. Ich weiß gar nicht, ob man es... Wahrscheinlich kann man es nicht lesen. Wahrscheinlich ist es spiegelverkehrt. Kannst du mal die Kamera halten? Ja, ist spiegelverkehrt. Ich glaube, man kann es nicht lesen, oder? Da steht Dishonored 2 Special Edition PS4. Also so ist das vom Händler, also vom Hersteller ist das quasi so verschickt worden. Finde ich total geil. So, wir machen das mal offen. Ich nehme das mal hier auf den Schoß. Und ist für mich erste Mal Premiere, dass ich mir eine Collectors Edition bestelle. Ich habe noch nie eine Collectors Edition besessen. Außer, okay, No Man's Sky. Aber No Man's Sky ist jetzt nichts Weltbewegendes. Da ist jetzt nur ein Artbook mit bei gewesen und eine Steelbook Edition. Aber das war jetzt nichts Weltbewegendes. Aber das Paket ist schon groß. Ihr seht selber, wie riesig das ist. Da sind ein paar Sachen drin, worauf ich mich sehr freue. Ich weiß natürlich schon, was drin ist. Aber vielleicht einige von euch nicht. Deswegen. Und dann packe ich das mal aus. Und ich... Oh Gott. Oh, das ist aber schön verpackt. So, dass da auch nichts passiert. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze jetzt die Hand habe. Wie kriege ich das denn hier raus? Oh Gott, Hilfe. Erstmal, das ist alles. Mehr ist da nicht drin. Das war dann das Unboxing-Video. So. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hier raus, ohne dass ich das... So, ansonsten im Karton gähnende Leere, nichts drin, ja, zack, zack, und dann kann der Karton schon weg und dann wären wir auch schon bei der, boah, das ist so dunkel hier, ich muss mal, just a moment, ich muss mal eben, das ist ein bisschen dämlich, ich nehme mal die Kamera, so, pass auf, ich nehme jetzt mal die Kamera mit dem ultralangen Kabel. Das Kabel ist wahrscheinlich nicht so lang, weil ich das Kabel irgendwie verwurschtelt habe. Da bin ich. Hallo. Und das ist die
Collectors Edition der PS4. Man hört im Hintergrund sogar die Kaffeemaschine, weil ich mir gerade, wir sind gerade vor dem Livestream quasi, also am Freitag. Und quasi am Release-Tag, das ist also die Collectors Edition. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, Dishonored ist übrigens die USK 18. Ja, warum ist das denn gespiegelt? Kann ich das, ich schau mal eben, kann ich die Kamera eigentlich, ist natürlich toll, dass hier alles, okay, wisst ihr was? Ich mach mal hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich guck mal, dass ich das gespiegelt kriege. Bis gleich. Ja, und damit willkommen zurück zu Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, von Arcane Studios und Bethesda. Wie gesagt, der 18er UK-Aufkleber. Wir sind hier bei der Collectors Edition. So sieht die Collectors Edition aus. Ich muss das mal ein bisschen im Bild kriegen hier. So. Genau, ich drehe das Ganze mal. Das Ganze sieht dann so aus. Hier drauf ist dann, das ist Corvo Artano. Er ist gesucht. Ne? Helfen Sie, Herzog Abile. Aha. Mhm. Bei der, was steht da? Ergreifung des bösartigen Kronenmeuchlers. Mhm. Dann schauen wir auf der Rückseite. So, nimm, was dir gehört, steht da drauf. Mhm. Ich kann mal ein bisschen, das ist ein bisschen einfangen hier. So sieht das aus, so ein bisschen Erklärung, was in der Collectors Edition drin ist alles. Mhm. Es soll also angeblich eine Maske sein, inklusive Ständer, 34 cm mal 15 mal 14. Emily Caldwins Ring, inklusive Etui. So, ein Propagandaposter ist dort drin, Spiel Legacy Edition, Paket des digitalen Kaiserreich Assassin Digital, digitales Exemplar der Dishonored Definitiv Edition. In dieser Box, also in dieser Collectors Edition, hier ist übrigens Emily Caldwin gesucht, also in der Collectors Edition, ich halte das mal so, in dieser Collectors Edition ist also eine digitale Version des ersten Teil des Spiels drin. Das ist in der normalen Version nicht drin, also wenn ihr das Spiel normal kauft, ist das nicht drin, sondern nur in dieser Collectors Edition. Ich weiß nicht, ob da noch eine andere Version von gibt, aber in dieser Version ist auch ausschließlich Teil 1 mit dabei. Wie gesagt, deswegen habe ich es mir geholt. Eventuell bin ich dann am überlegen, ob ich Teil 1 verlose, weil ich habe es auf Disc. Da bin ich noch ein bisschen überlegen, ob ich dann, weil das wird wahrscheinlich per Code sein, hier drin, per Code. Und ja, dann packen wir mal aus. Ich schau mal eben, dass ich mal eben die Kamera hier positioniere. Warte mal, ich schau mal eben, kriege ich das irgendwie so. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Also, wie gesagt, da wären wir schon bei der Edition. Das ist hier so ein Schuber. Ich schiebe das mal nach oben. Ich will das hier alles wieder. Das Schöne bei dieser Collectors Edition ist, ich werde das so verpackt lassen. Also, ich packe das jetzt aus. Und dann werde ich das wieder einpacken, wenn dann die Kamera aus ist und so, weil ich möchte das gerne da hinten in meinem schönen Regal, das kennt ihr ja wahrscheinlich, wo der Terminator-Kopf ist und so, da werde ich dann die Collectors Edition verbunkern. Das wird wahrscheinlich so das neue Standard. Also es ist nur so ein Schubber. Ich hoffe, ich kriege den später wieder drauf. Was wollte ich sagen? Weil ich glaube, ich werde das Regal so ein bisschen dazu nutzen für Collectors Edition und so. Falls ihr da Lust drauf habt, dass wir das häufiger machen. Das ist eine echt schöne, Box, muss ich sagen. Ist so ein bisschen vermasert. Man merkt es richtig, dass da so ein bisschen drauf gedruckt ist. Oben ist so ein bisschen der Dings, da zieht man das offen. Und da kommt uns schon quasi hier oben drin, da ist schon, glaube ich, das Poster. Das müsste das Poster sein. Ich glaube, ja, genau. Das ist das Poster. Ich packe das mal aus. Das Propaganda-Poster. All hail the new Empress. So sieht das Ganze. Kann man das sehen? Ich halte das mal so. Ja, das ist zweiseitig. Und long live the Empress. In the memory of Yasmin Caldwin. 1805 bis 1837. Ich halte das mal so, dann kann man das sehen. Das ist ein Propagandaposter. Es ist so die Größe. Es ist kein komplett Riesenposter. Ja, also ist nett. Ist toll, finde ich. Finde ich, ist ein super Gimmick. Ne? Ich finde es so doof, wenn ich so abgeschnitten bin. Aber wir gucken ja weiter rein. So, ich nehme das mal hier so ein bisschen auf den Schoß. Dann seht ihr mich da ein bisschen, mehr. Dann seht ihr auch, wie ich das auspacke. So, hier oben dann drin. Kann man das sehen? Ja, ich denke schon. Ne? Hier oben drin ist dann... Ah, okay, das ist da. Alter. Wie mache ich das denn jetzt? Ich will das natürlich auch nicht kaputt machen. Ah, jetzt. Ah, okay. So. Hier drin befindet sich noch ein... Wo ist das denn? Ah.
Ein Dishonored, das kann man wahrscheinlich ganz schlecht erkennen, oder? Alter, bin ich am... Schlaflos in Seattle. Das ist ein Dishonored 2... Stellt er sich jetzt scharf? Ah ja, ein Dishonored 2 Aufkleber. Ist das? Ja. Der ist da mit drin. Dann ist da mit drin... eine Bedienungsanleitung, wie man die Maske auf dem Ständer stellt. Und dem Ständer gesagt. Ja. Und ja, die Steelbook-Edition ist hier mit drin. Die werde ich natürlich jetzt direkt erstmal öffnen. Die Steelbook-Edition wird immer hier drin liegen, aber die CD werde ich mir wahrscheinlich in einer anderen Hülle, sodass die Steelbook-Edition immer da drin liegt. In der Collectors-Edition. Und so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, man kann sich, das blendet nicht, muss man hier so ein bisschen runter machen, dass das nicht zu hell ist. So sieht das Ganze aus. Ne, finde ich ganz schön. Ist schön schlicht gehalten, schön im Dunkeln. Deutlich Honored 2. Und dann mache ich mal offen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier keine Codes in die Kamera halte, weil da gibt es ja immer so ein Fable für. So, hier ist dann einmal so ein Paket, okay, ein Paket, wo man hier Teile bekommt, na, das ist noch irgendwie so ein Bonusartikel, dann digitaler Spielecode, das ist die Definitiv-Edition, ja. Also das ist hier, wie gesagt, die Definit-Edition von Dishonored 1, das heißt also, ich werde diese Version wahrscheinlich im Stream verlosen. Ich vermute mal, dass ich die werde ich im Stream verlosen. Also den ersten Teil von Dishonored. Das werde ich wahrscheinlich im Stream machen. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das Video raushaue. Hier, keine Ahnung, vielleicht heute noch vorm Stream, wenn ich es schaffe. Weil wir haben schon mittlerweile schon 16 Uhr. Ich muss es ja auch noch schneiden und rendern und talala. Und dann hier so ein kleines... Auch das ist ja süß. Das ist ein kleines Handbuch. So sehen heutzutage Handbücher in Videospielen aus, liebe Kinder. Ja, früher waren die ungefähr so dick wie ein englischer Pond, ja, englischer, kennt eigentlich noch einer von euch dieses Pond hier mit den ganzen Vokabeln, wie so ein Pond-Vokabelbuch, so sahen früher die Spielebeschreibung aus. Okay, ich packe den Aufkleber mal hier rein und die Beschreibung, die war nicht da drin, okay. So, die Disc, genau, das wäre das mit der Beschreibung der Maske, das, links hier ist noch ein bisschen Papier, das kann weg. Und dann gucken wir mal rein. Also als nächstes, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt eigentlich quasi so das Highlight. Ich frage mich, wie ich das... Fertig. Okay, hier drin ist nichts, es ist rot, es riecht nach Karton. Mehr ist da nicht drin. Ich hoffe, ich kriege das gleich wieder, so rein. So, ich muss mal gucken, dass ich das hier ordentlich auspacke. Dass ich das nicht kaputt mache. So, hier ist der Halter. Ja, der ist ganz interessant. Wow. Brauche ich nicht unbedingt zeigen. Was interessant ist, ist natürlich die Maske und der Ring. Oh Gott, der Ring ist da drum. Den Fuß von dem Halter, den werde ich mal grandios da drin lassen. Aber ich werde mal eben hier den Ring entzwirren. Wenn ich das mal gucken darf, 4 Uhr. Okay, das wäre geschafft. So. Genau. So. Und dann hin. Ich lege das mal hier so lange hin. Du für Kartons. Wie gesagt. Ich bin da jetzt kein großer Fan von kaputt machen und tralala, sondern ich will das ja wieder eingepackt haben. Das ist eine... Ist das echt Leder? Nee. Okay, das ist auf jeden Fall so eine Schatulle. Ja. Da steht dann hier drauf, Box and Ring made in China. Steht da drauf. Da kann man es... Stelle sich jetzt scharf. Hallo? Scharf stellen? Vielleicht? Na? Da. Genau. Made in China. Und da ist dann der Ring von Emily drin. Das ist dann quasi, stell dich scharf. Ah, hier. Genau. Es ist schön gemacht. Ich werde den mal rausnehmen. Ist echt toll.
Das ist ein schöner Ring, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hallo, wo bist du denn? Ring? Da ist der Ring, kann man mal sehen. Uah, Alter, meine. Boah, ich sollte mir vielleicht mal meine Fingernägel schneiden. Das war furchtbar. Okay, wenn ihr eure Angebetete mal irgendwo mal trefft oder so, ne, dann könnt ihr hier mit Dishonored hier einfach, ne, möchtest du mich heiraten? Habt ihr schon mal wieder einen Ring, was dann nicht so teuer ist? So, und dann kommen wir quasi zum Highlight der Collectors Edition, und zwar zu Corvos Maske. So sieht die ganze aus, die Maske. Finde ich ganz schön. Ist sehr detailliert, also ist wirklich, wirklich schön gemacht. Ist ein bisschen aus Metall, na gut, ein bisschen Plastik natürlich auch. Hier innen auch die ganzen mit den Fokussachen, weil er hat ja, wie gesagt, bei den Fokusklamotten und so, kann er ja sein Visier einstellen und alles und tralala. Ne? Und so sieht das Ganze dann aus. Kann ich. Mir passt die Maske nicht. Man sieht, für mich, also für Crossplayer oder so, ist es, ich sag mal, für Leute, die vielleicht ein schmaleres Gesicht haben, für die passt es, aber ansonsten würde auch, glaube ich, nicht gehen. Man kann unten nicht durchatmen. So, ist ein bisschen mit Gummi innen drin und so, und ist echt schön gemacht, finde ich. Also tolle Collectors Edition. Ja, dann werde ich das Ganze gleich mal wieder einpacken. Ja. Das war es eigentlich schon gewesen. Das war die Dishonored Collectors Edition. Ich hoffe, euch hat das Unboxing-Video gefallen. Vielleicht sehen wir uns dann wieder demnächst im Stream bei Dishonored 2. Ich werde es wahrscheinlich mal im Stream zeigen. Oder vielleicht auch so beim anderen Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann mal vorbeischaust. Ich bettle ja nicht um Likes oder so. Würde mich aber freuen, wenn du einen Daumen hoch geben würdest. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und bis demnächst. Mach's gut auf meinem Channel. Ciao. Huch, wo ist der Knopf?